Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Schwarze Auge. Oh, Satinavs Ketten. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder hier mit dabei. Und beim letzten Mal hat Nuri wieder wunderschöne Dinge angestellt. Und der Forscher ist in den Abgrund gestürzt und wir sind... Ja, es ist schon ganz weit her, dass ich gezockt habe und jetzt schauen wir mal. Also wir haben hier einen Arm. Der Arm der Feenritterstatue. Okay, Teil des Maßstabs. Okay. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Ach so, okay. Hier ist ein Rucksack. Wie soll ich da rankommen? Du könntest... Wie hat man verflucht damit? Ist das tief. Wie viele Schritte mögen das sein? Nein, ich springe auf keinen Fall. Wie kam ich ins Inventar rein nochmal? Ach so. Wie soll er da rankommen? Decke, Zeichnung. Können Sie den Arm eventuell... Zu kurz. Mist, okay. Messer... Wir reden mal mit Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliana Natti. Geroneo Andrian Vella. Was hat sie gesagt? Ach, da ist der Feenforscher. Ach, der ist gar nicht tot. Hier ist der Feenforscher. Ach so, ich dachte, der ist... Ach so, na gut. Abgrund, was haben wir hier noch so? Wie soll ich da rankommen? Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich Unglück, müsst ihr wissen. Hab man gar nicht gemerkt. Ich fürchte, ihr müsst ohne den Rucksack weiterreisen. Okay, wir reden mal mit dem. Also gut, Sphärenkundler und Temporalanalyst. Ich bringe uns besser hier raus. Und dann wirst du mir erzählen, was ich wissen muss. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Okay. Wasserschlauch. Hier, nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick, das Feenkunstwerk. Jahrtausende, hinfort in einem Augenblick. Okay, trink. Ist ja ganz klar, er trinkt einen Schluck Wasser, konnte vorher gar nicht reden und flupp, redet er wieder normal. Wir müssen hier raus. Noch ein Beben und wir sind tot. Ohne meine Studien gehe ich nirgendwo hin. Wollt ihr dafür wirklich euer Leben riskieren? Um den Berg zu durchqueren, brauchen wir meine Notizen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Gut, okay. Puh, die Notizen. Hier haben wir, da haben wir noch Schutt. Der Brocken ist viel zu schwer. Aber du könntest ja eventuell... Vielleicht klappt das ja. Diesmal war ich aber nicht schuld. Okay, es klappt nicht. Haben wir denn was zum... Könnten vielleicht mit dem Arm draufschlagen? Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Ja, wow. Diesmal war ich aber nicht schuld. Okay, ich guck mal, ist hier noch... Da ist noch was. Ach, da ist der eine. Euer Stab ist zerbrochen. Du kannst wieder reden. Rede! Hier geht's anscheinend hoch. Abgrund, was haben wir da hinten? Der Forscher hat recht. Wir sollten uns lieber von diesen Steinen fernhalten. Das fällt dir jetzt auf. Geron, Saliavi, Uribel, Ametesta. Ui. Was? Was haben diese Steine mit Nuri angestellt? Tja, ich habe keine Ahnung, aber mit Nuri können wir nicht reden, wir können ja auch gerade nichts machen, also gehe ich mal durch diese Höhle durch. Wir müssen Nuri retten. Ja, aber... Du musst doch irgendwas finden, um den Stein da... Schutt. Messer vielleicht? Das kann ich nicht zerstückeln. Kannst du vielleicht... Bis ich ihn damit herausgekratzt habe, ist die Höhle eingestürzt. Okay. Decke, Zeichnung... Ich könnte es mal probieren einfach. Wozu ein Feuer? Weiß nicht. Randale! Randale!
Feuer. Ich krieg dir das Feuer. Moment. Kann ich eventuell... Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Ernsthaft? Okay, hier kommen wir auch nicht zurück oder so? Nee. Unsinn. Nein, ich muss jetzt mit Wasser kombinieren. Ach Quatsch. Mit Wasser? Vielleicht wird es dann flüssig. Verschwendung. Okay. Ich rede nochmal mit dem Forscher, vielleicht weiß der. Meine was. Notizen! Ich brauche sie, um deiner Fee den Weg aufzuzeichnen. Schweig dich aus, du Narr! Okay, dann. Mein Arm ist zu kurz. Hm? Nein. Okay, ich bin ratlos. Vielleicht. Nein. Nein, okay. Und wenn ich eventuell... Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Das schaffe ich niemals. Ich könnte ja vielleicht den... Ist bereits in zwei. Okay, ja gut. Also wer macht hier alles kaputt? Lieber nicht. Gut, alles ausprobiert damit. Was haben wir denn? Eine Zeichnung? Vielleicht, ich weiß es nicht. Nein, was soll das auch bringen? Weißt du, vielleicht ist es Stahlpapier. Das geht so nicht. Ja, yeah. Ich probiere jetzt einfach mal den Stab mit dem Stab zu kombinieren. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Ja. Ich komme nicht raus. Ich muss, also ich weiß, so viele Optionen haben wir ja gar nicht. Wie soll ich da rankommen? Ich habe keine Ahnung. Zu weit weg. Das bleibt besser bei mir. Wir müssen Nuri retten. Ja, ich weiß. Aber du machst ja nichts Intelligentes. Wir könnten eventuell... Ah ja, es gibt immer noch 20 Minuten Folgen, ne? Also neue Aufnahme immer noch 20 Minuten Folgen, weil ich das Spiel so gerne spiele. Darum bleiben wir bei 20 Minuten. Wasserschlauch, Feuerstein. Ich könnte vielleicht die Feuerstein... Wozu ein Feuer? Was weiß ich? Feuer sollte man mit Bedacht einsetzen. Oder zur Randale. Das verbrenne ich nicht. Okay. Vielleicht... Ich glaube nicht. Hat man schon ausprobiert, glaube ich. Ritterstab. Ich schneide nicht wild herum. Ich spring ihn um. Okay, Moment. Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Ja, bestimmt nicht. Rucksack geht nicht, Kopf geht auch nicht, Schutt. Vielleicht. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Du sollst den Stab doch erstmal nehmen. Ah, das gibt's nicht. Der Brocken ist viel zu schwer. Ja, was soll... Bin ich blöde? Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Den Arm könnte man vielleicht als Hebel benutzen, aber irgendwie auch nicht. Brauche ich vielleicht noch. Zu kurz. Nuri versucht hoffentlich nicht, das alles wieder heil zu zaubern. Wir sollten uns lieber von diesen... Okay, Arm mit allen kombiniert, vielleicht damit noch. Geht nicht. Puh, übersehe ich irgendwas? Nö, ich übersehe nichts. Kopf kann ich nie anklicken. Könnt ihr den Weg nicht hier aufmalen? Meine Notizen. Ich brauche meine Notizen. Schon gut. Ja, es bringt auch nichts. Okay, ich probiere mal... Wasserflasche mit Nuri vielleicht? Ich glaube, sie interessiert sich gerade nicht dafür. Okay. Das muss ich nicht nass machen. Warum nicht? Ich bleibe hier. Diese Felsen... Die Felsen kann ich aber auch nicht anklicken. Sonst könnte ich ja vielleicht die Felsen zum Einsturz bringen. Was könnte ich... Heilmachtzauber. Moment. Nuri, könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Ach so, so einfach geht das. Okay. Atial ni mune dunaval. Is mandrai rilli. Is lera mandrai rilli. Ich glaube, mandrai rilli heißt ganz machen. Der Stab passt genau in... Ja, das kann man ja. Okay, la. Ach, ich dachte, er nimmt den andersrum irgendwie, aber... Nee, okay, gut.
Dann haben wir die... Unumuli Lageron. Niemand? Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Mann, ich bin neugierig. Na gut, dann gib mir halt den Giacomo. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Ja, ich hoffe, sie kriegt das in ihrem Zustand hin. Notiz für Fee. Notiz binden an Messer. Keine Zeit für Experimente. Dann gebe ich die Notiz halt Nuri. So einfach so geben. What? Er fliegt davon. Feeische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Okay, dann habe ich vielleicht neue jetzt? Nee, ich muss nochmal hier hin. Neue Wegbeschreibung bitte. Hier hast du noch eine Wegbeschreibung. Okay. Kann ich die vielleicht in dem Wasserbeutel tun? Das halte ich von Wasser fern. Kann ich sie ans Fahrzeug binden? Das verbrenne ich nicht. Kann ich sie an die Decke binden? Vielleicht. Nein. Kann ich sie an die Statue binden? Natürlich nicht. Kann ich sie... Ja. Kann ich vielleicht die in den Korb werfen? Ja! Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Und da geht's ja einfach. Komm, Junge. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Ja, wenn du aufstehst, Opa, dann geht das. Der Seher will also Nuri Darinella Wanda in seine Gewalt bringen, bei Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich. Das heißt, das waren Feen, die uns gejagt haben. Ach du Scheiße. Und das würde auch mit Nuri passieren? Oh mein Gott, das auf keinen Fall. Nee, das kannst du vergessen. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nuri damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Seers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Okay, das heißt, es werden also nie wieder Feen hier auftauchen können. Warum ausgerechnet Nuri? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nuri und ihre Heimatwelt? Ja, also ich bin da sehr gut bewandert in der Geschichte von Nuris Heimatwelt. Also die ist auf jeden Fall... Über ihre Herkunft hat sich Nuri stets ausgeschwiegen. Genau das. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Nuris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Nuri darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Okay. Wisst ihr, woher Nuri stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Nuris Heimat könnte die Feenwelt Nerut Neva sein. Nerut Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Vielleicht, weiß nicht, vielleicht war der Seher schon mal da und es ist halt nicht mehr ein Land der Freude. Oder die verzauberten, also die Elfen, die Feen, die der Dunkelheit, untertan geworden sind, sind dahin zurückgekehrt.
Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Vielleicht, weil die Harfe selbst für die Feen zu mächtig war. Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst. Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei, doch von Satinav berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer, doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nuri noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nuri antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Ja, ich hoffe nur, du stirbst dabei nicht genauso wie die alte Frau im Wald. Satinav. Satinav. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinav erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinav war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinavs Zahn überall? Ja, obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Alles klar, es ist so eine Art, waren das die Griechen? Mit Asgard und so? Es waren nicht die Griechen, das waren die Wikinger? Ich weiß es nicht, aber so ähnlich hört sich's auch an. Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Den Ratschlag höre ich öfter. Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nuri dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nuri nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nuri Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Das hört sich nach einem Plan an. Nuri will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Alter Schwede. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Nuris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirut-Neva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca Marschen. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkvi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirut-Neva. Ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist. Und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nuri zu Hause. Warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Ja, so ziemlich alles auf der Welt hat einen Haken. Ganz schöne Informationen. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nuri sterben würde.
Das können wir nicht riskieren. Es gibt also mehrere Feenwelten? Ach du meine Güte. Wäre natürlich echt geil, wenn wir die alle besuchen noch könnten, noch. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Ja gut, der muss natürlich aber auch erstmal erweckt werden, ne? Und momentan, gut, man muss sagen, Geron hat schon einiges geleistet. Dafür, dass er ein normaler Bauernjunge ist. Wollt ihr nicht mit Nori nach Enkvi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut. Vergesst es. Okay, gut. Nun trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast. Ist das schön hier. Ja, aber hier geht's erst in der nächsten Folge weiter, meine Damen und Herren. Für heute ist die Folge wieder vorbei. Und ja, ich hoffe, alles geht gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dem passiert nichts in Andergast, weil er ist ja auch einer der Leute, der dafür gesorgt hat, dass der blinde Seher nicht sein Ziel erreicht hat. Ich hoffe, ihm ergeht es nicht so wie unseren anderen Freunden. Adios.